Okay, kleines Erklärvideo zum Thema Kopfstand. Was wichtig ist, was man vorher vielleicht üben sollte, um bereit zu sein für den Kopfstand. Und auch, was wichtig ist, was man alles beachten sollte, dass es am Ende eben dem Kopf auch gut tut und dass da nicht zu viel Druck auf dem Kopf ist. Eine schöne Vorübung machen wir mal zuallererst. Und das ist folgende. Wir gehen in den Delfin, das heißt auf die Unterarme. Und die Handflächen dürfen auch gerne erstmal abbiegen, nach vorne zeigen. Der Popo geht ganz weit nach oben, wie beim herabschauenden Hund. Gerne die Knie auch beugen, aber den Rücken lang lassen. Und von hier aus nehmen wir jetzt einfach die Hände vorne gefaltet zusammen. Gut. Jetzt muss der Po weit hoch. Gerne dürfen die Fersen auch erstmal versuchen, Richtung Boden zu drücken. Und dann kommen wir auf die Fußspitzen hoch. Der Popo bleibt aber ganz weit oben. Und die Nasenspitze versucht jetzt vor den Händen tief zu gehen. Und wir drücken uns wieder hoch und die Fersen wieder Richtung Boden. Nochmal auf die Fußspitzen, Popo bleibt oben, Nasenspitze will vor den Händen tief und wir drücken uns wieder hoch und wieder runter. Noch einmal, schön hoch, Fußspitze, Blick nach vorne, Nasenspitze zum Boden, hoch drücken und tief. Gut, kurze Pause, Knie absetzen und einfach mal kurz die Schultern durchlockern. Also die Übungen sind relativ schwer. Aber die hilft uns hier aus der Schulter heraus zu lernen, dass wir uns hier rausdrücken müssen, ja? Dass der Kopf irgendwann nicht mehr so viel Druck hat. So, nächste Übung, eine kleine Vorübung, der Clown. Und dafür nehmen wir die Hände zum Boden, aber auch die schon zu Hause bitte erstmal zu zweit üben, dass immer einer erstmal hinten dran steht und hilft. So, der Kopf geht zum Boden. Die Hände werden so positioniert, dass sie so weit weg sind, dass wir ungefähr 90 Grad im Ellenbogengelenk haben. Dann schieben wir den Popo hoch, laufen mit den Füßen ein bisschen näher ran und legen erst ein Knie auf die Oberarmrückseite und dann vielleicht das zweite. Aber wichtig ist immer ohne Schwung, auf keinen Fall mit Schwung da hoch, sondern wirklich nur ganz langsam erstmal hochsteigen. Und auch wenn wir wieder runtergehen sollten, alles ganz langsam. Super. Ja, super. Ja, also immer ganz langsam rein. Und auch ganz langsam dann wieder raus. Cool. So, was natürlich dann nochmal schön ist für die Stützkraft, wenn man drin ist, dass man versucht, sich vielleicht rauszudrücken in die Krähe. Kannst du die Krähe? Ja. Dann probieren wir es mal. Also, dass man aus dem Clown heraus, wir gehen nochmal rein, nehmen die Knie nochmal auf die Rückseite und dann Kraft auf die Hände nach hinten, also Richtung Handballen und langsam versuchen, den Kopf anzuheben und in die Krähe zu kommen. Ja, also diese Übergangsbewegung gibt dann natürlich auch nochmal schön Kraft für die Hände. Und auch wenn wir später irgendwann noch mehr wollen, Richtung Handstand oder so, dann ist, ja gut, genau. Das wäre jetzt eine Druckübung, aber bist schon mal hochgekommen. Eine schöne Druckübung nach oben, also so drückt man sich dann immer weiter hoch, wenn es dann auch irgendwann mal Richtung Handstand oder so geht. Ja? Also dieses Hochdrücken vom Clown in die Krähe ist schon mal eine super Vorübung. Gut, ja, also der Clown als erste kleine Übung vor dem Kopfstand. Und dann schauen wir uns jetzt mal den richtigen Kopfstand an, was dafür wichtig ist. Und da ist schon mal wichtig, dass vor allem eure Beinrückseite gedehnt ist, weil wir müssen immer relativ nah ranlaufen beim Kopfstand, um ohne Schwung reinzukommen. Also ihr dehnt eure Oberschenkelrückseite erstmal auf und wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr hier einmal die Unterarme voreinander kreuzen, weil das ist ungefähr der richtige Abstand. Wenn ihr da die Arme schon mal so positioniert, nehmt die Hände dann auch hier nach vorne, Finger ineinander und wir legen den Kopf so rein, dass die Hände schön den Hinterkopf formend so ein bisschen einbetten. So, dann geht der Popo hoch und wir laufen so weit wir können mit den Füßen ran, dass der Popo immer höher Richtung Decke kommt. Und dann gelingt es uns vielleicht, ein Bein anzuheben und ohne Schwung auch das andere. Und den Rücken dann wirklich aufzurichten, dass er gerade wird. Ja? Und von hier aus können wir dann hier volle Streckung nach oben. Ja? Und der Weg tief ist dann der gleiche. Wir rollen uns quasi langsam wieder ein. Ja, und gehen dann auch hier wieder langsam zum Boden zurück, um dann wieder uns abzusetzen.
Sehr gut. Ein paar Moves.